Push the button. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Clubinar. Es ist sogar ein öffentliches Clubinar für alle, die es nicht gesehen haben. Das heißt, es können auch Leute dazukommen von außerhalb des Magnetproduktclubs. Und im Moment haben wir alles Mitglieder aus dem Magnetproduktclub da, die sich für das Thema Workation interessieren. Denn das ist das Thema heute. Und wir haben zwei absolute Workation-Spezialistinnen hier sitzen, im Doppelpack nebeneinander. Das sind Maren hier vom Magnetproduktclub und Doris von Raya Works auf Mallorca, wo Maren sich gerade im Moment befindet. Und übrigens, Simone, die ihr hier auch seht, die ist auch da. Die sitzt quasi etwas außerhalb im Innenhof. Ja, ganz zu Beginn, weil wir ja auch eine Aufzeichnung machen, die öffentlich sein wird. Maren und Doris, würde ich euch beide bitten, vielleicht ganz kurz euch mal vorzustellen, nochmal und etwas zu sagen, wer ihr denn seid. So, zwei Sätze. Sprecheransicht. Ich mache mal Sprecheransicht. Zwei Ja, Sätze zu bitte. Doris. Ich sage zwei Sätze zu Ja, Doris. mach mal, genau. Doris sagt zwei Sätze zu mir. Ich liebe Doris. Doris habe ich kennengelernt im Coworking Space Kombinat 56 in München vor 10 Jahren, über 10 Jahren. 2010. 2010. Okay, sind jetzt schon mehr als zwei Sätze. Jedenfalls. Doris hat mich da schon beeindruckt als rheinische Frohnatur, Social Media Expertin und wirklich Coworkerin mit ganz, ganz großem Herz. Und es war total klar, als sie hier mit ihrem Mann Rainer zusammen in Sant Dani auf Mallorca ihren Coworking Space aufgemacht hat, dass ich dort unbedingt auch mal Workation machen möchte und war dann da im Jahr 2018, glaube ich, 16. Ja, kann schon sein. Und genau, und als ich dann den Magnetproduktclub gegründet habe, hat Doris gesagt: Sag mal, willst du nicht mal mit dem Club hier Vacation machen? Und die Idee, dann kam Corona und wir haben gesagt, wir greifen das auf, sobald die Reisebestimmungen sich gelockert haben. Und so ist es gekommen, dass wir jetzt mit zu acht hier sind und wahnsinnig gastfreundlich beherbergt werden, weil dann merkt man eben, dass Rainer und Doris genau auf Leute wie uns eingerichtet sind. Also nicht nur fantastische, unterschiedliche Arbeitsplätze bereitstellen, sondern eben auch eine Finca vermittelt haben, wo wir die wir komplett zur Verfügung haben, wo auch noch mal ganz viele schöne Plätze sind, wo wir uns verteilen können. Alles ist fußläufig. Nur das Wetter spielt nicht so ganz mit. Genau, Doris ist auch sehr engagiert in der internationalen Coworking Community, ist also immer sehr up to date dabei. Ja, das so zu Doris. Ja, in zwei ganz langen Schachtelsätzen. Super, Genau, vielen Dank. Maren, Komma. Doppelpunkt. Vor 10 Jahren im Coworking-Kombinat 56 kennengelernt und erstmal, hey, wieso will die unbedingt nur Espresso trinken und findet Latte Macchiato total bescheuert? Und sie hat halt immer von ihrer Espresso-Strategie damals erzählt. Das fand ich ziemlich cool, etwas an diesem Kaffee aufzuhängen, weil ich eben auch Kaffee sehr, sehr gerne liebe. Und insofern habe ich dann halt gedacht, okay, ich schlage ein bisschen Schaum in der Social-Media-Geschichte und du kannst ja gerne fürs Business dann das alles mit dem schönen Espresso so zusammenstauchen, dass es halt richtig klar wird, was der Markenkern von einer Person dann ist. Und bei mir darfst du das dann wieder ein bisschen mit Milch aufschauen. Also insofern Dream Team. Dream Team, ja. Und seitdem kennen wir uns. Und sie hat inzwischen eben ihre Espresso-Strategie absolut nochmal wahnsinnig nach vorne gedreht. Also das fand ich auch ganz krass, dieses Magnetprodukt-Club, also selber nochmal sich ganz neu zu erfinden, obwohl sie sich ja eigentlich damals mit der Espresso-Strategie neu erfunden hat. Und sowas finde ich ja sowieso mal ganz, ganz toll, wenn Leute irgendwie sagen, hey, okay, das war jetzt gut und das war auch erfolgreich, aber vielleicht drehe ich noch mal eine Schraube mehr. Und insofern finde ich cool, dass ihr in diesem Club dann seid. Und ihr kennt wahrscheinlich Maren eh besser als mich.
Aber es von deiner Seite nochmal zu hören, ist ja auch mal ganz spannend, ne? Ja, ganz wunderbar. Also mal hier noch an alle TeilnehmerInnen. Ja, wir sind auch bemannt. Stefan ist auch mit hier dabei. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Vacation oder euch in dem Gespräch in den Fragen antworten, Fragen kommen, einfallen, dann einfach schon mal in den Chat. Und als kleine Aufwärmübung, seid doch so lieb und postet schon mal in den Chat mit am besten Ja oder Nein, ob ihr nicht auch mal Lust hättet auf eine Vacation. Also wenn ich das Grün da hinten sehe, bei mir ist ein ganz klares Ja. Okay, wir haben auch Ja's mit ganz viel A. Okay, alles klar, gut. Die Stimmung ist auf jeden Fall super. Okay, mich würde mal interessieren, wir haben ja heute diese tolle Situation, dass wir das Thema Vacation von zwei Seiten beleuchten können. Ja, wir können von Vacation-Teilnehmer, also Doing-Seite, Maren hören und vielleicht sogar auch Simone. Und wir können von Doris hören, was ist denn die andere Seite der Organisation? Was gibt es denn vielleicht zu beachten und was für Herausforderungen sind denn da noch da? Und ganz, ja, zu Anfang möchte ich eigentlich von dir wissen, liebe Maren, was war denn deine erste Vacation und was hat dich dazu bewogen, das zu tun? Oh, das ist eine echt gute Frage. Meine erste Vacation, wann habe ich denn die gemacht? Das ist ewig her. Ja, also ich glaube, damals ist eine ehemalige Kollegin von mir, die ist nach Spanien gezogen, an die Costa Brava und hat gesagt, besuch mich doch mal. Und das war, glaube ich, meine allererste Vacation, die ich gemacht habe. Also es war letztlich so, wie ich auch eben Doris als Freundin besucht habe, habe ich das eben direkt mit Arbeit verbunden. Das war, da waren es meine Kinder noch damals noch ein bisschen kleiner, da musste ich also ein bisschen mehr organisieren, um wirklich auch eine Woche wegzufahren. Und was mich fasziniert hat damals, ist diese, dass wenn du in so einer komplett anderen Umgebung bist, und das ist halt auch nochmal in Spanien ganz anders als in Österreich, wo ich auch schon Vacation gemacht habe, oder in Bayern, du bist am Meer, das ist ein anderes Licht, es ist eine andere Landschaft, es ist, wenn du in einer Tapasbar dann sitzt, eine ganz andere Atmosphäre. Das ist immer so ein Umfeld, wo ich unwahrscheinlich inspiriert bin, wahnsinnig viele Ideen habe. Und das ist so ein, wie so ein, ja, so eine Inspirationsquelle fürs Business, wo ich auf Ideen komme, auf die ich zu Hause so nicht komme. Also das hat natürlich mit dem anderen Rhythmus zu tun, aber ganz sicher auch mit der Atmosphäre. Ich bin immer gerne da, wo ich auch mich viel bewegen kann, weil das in der Landschaft ein bisschen was anderes sehe, Kaffee trinken, um das so ein bisschen aufzusaugen. Was ich festgestellt habe, ist, dass es hilft, sich nicht zu viel vorzunehmen. aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich Raum haben will, dass etwas Neues entstehen kann. So ist zum Beispiel jetzt auf dieser oder in dem Laufe dieser Vacation eine Podcast-Idee in meinem Kopf gereift und hat Form angenommen. Ganz, ja, das war so plötzlich da. Und dann ist es gut, wenn da auch Zeit und Raum für ist, das weiterzuentwickeln. Und das andere ist natürlich das Coole, dass ich jetzt hier auch speziell nochmal, also erstmal, dass Doris und ich natürlich Zeit haben, mal so wieder zu quatschen, aber auch jetzt mit den anderen Clubmitgliedern oder auch damals mit meiner Freundin, dass das so einfach auch Raum für diese Gespräche ist. Das ist, und dieses Erlebnis, das ich damals hatte, hat dazu geführt, dass ich eigentlich seitdem zweimal im Jahr Vacation mache, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst eine Woche. Genau, und das finde ich immer einen tollen Mix. Auch mein ganzes Buch habe ich letztlich in Vacations geschrieben, die ich dann aber Schreibretreat genannt habe. Und da war ich aber relativ diszipliniert. Da bin ich auch immer alleine, wirklich alleine weggefahren, um dann mich da komplett einzutauchen. Aber das ist eben das Spannende in dieser Art Workflow, dass Dinge entstehen können. Ich bin sowieso ein Fan davon, dass Business sich entwickeln darf. Also dass du das gar nicht so aktiv, proaktiv entwickelst, sondern dass es immer gut ist, Zeiten zu haben, wo sich etwas entwickeln darf. Und diese Workation ist meine erste mit einer Gruppe. Das ist eine besondere Art von Cluburlaub auf Malle.
ohne Sangria-Eimer. So, weil wir kennen uns ja nur virtuell, und aber jetzt sind wir Mittagessen oder sitzen Abend auf der Terrasse in der Finca oder hier so dazwischen diese Gespräche und man guckt so drauf und da ist jetzt schon irre viel auch entstanden. Ja, also das ist für mich das Beste an der Vacation. Mhm. Schön. Und muss ich aber dazu sagen, was halt schon wichtig ist, dass man einen Arbeitsplatz hat, an dem man auch, wenn man dann eben arbeiten will, arbeiten kann. Und ja, okay, zu den Settings, da kommen wir dann nachher noch. Das nehme ich hier schon mal in der Seite mit dran. Okay, wunderbar, danke dir. Doris, ich würde von dir gerne zwei Dinge wissen. Zum einen, wie kam denn diese Idee des Coworking Spaces auf Mallorca? Also was hat dich dazu bewogen, das zu machen? Und warum würdest du sagen, hey Leute, macht eine Vacation, ich kann es euch nur empfehlen. Was sind deine Gründe dafür, dass du das sagen würdest? In zwei Sätzen? Nein, die Vorgabe war nur für die Vorstellung und die habt ihr ja schon torpediert. Von daher sage ich das nicht nochmal. Also tatsächlich bin ich 2010 das erste Mal nach Mallorca gereist. Und hauptsächlich war meine Coworking-Community mich darin bestärkt hat, nach Mallorca zu gehen, weil ich hatte die Auswahl, in ein Kieswerk irgendwie bei Stuttgart zu gehen oder nach Mallorca für ein Enduro-Training auf dem Motorrad. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, der Motorradtraining auf Mallorca, das wird ja wohl nur heißen, um die Eimer rumzufahren oder was. Und dann hat mich die Coworking-Space-Chefin Sina, die heute übrigens auch kurz hier war, völlig den Kopf gewaschen und hat gesagt, hör mal, das ist vielleicht ein Promille auf der ganzen Insel. Wir sind regelmäßig zum Radfahren da. Und du machst natürlich das Enduro-Training auf Mallorca. Und das haben wir auch gemacht und es ist auch genau so, wie die Sina es gesagt hat. Man muss die Eimer suchen, jetzt sowieso, aber damals auch schon. Und wir hatten eine wunderschöne Zeit, waren völlig geflasht davon, wie vielfältig diese furzkleine Insel im Mittelmeer ist. Und wie schön für Motorradfahrerinnen die Kurven in der Tramontana, dem Gebirge hier sind. Also das ist eben nicht wie in den Alpen in München, wo es mich dann schon ein bisschen angenervt hat, dass da irgendwie, keine Ahnung, Karawanen, Wohnwagen und sonst was über die krassesten Passstraßen quälen und du irgendwie so als Motorradfahrer dann eingehst, weil die Sonne runterbrennt und du aber nicht vorankommen kannst. Ja, und dann waren wir das zweite Mal nochmal hier, weil wir wollten eigentlich eine Tour durch, wer ist das Gebirge zwischen, Andorra ist da drin, Pyrenäen, jetzt. Pyrenäen. Genau, wir wollten eigentlich Motorradtour durch die Pyrenäen machen, 2014 oder 13. Und wir hatten aber keine Zeit, das vorzubereiten. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, lass uns doch ganz entspannt wieder Motorräder auf Mallorca buchen, die Touren mitmachen. Komm, lass uns einfach Spaß haben. So, was war in jedem meiner Urlaube? Irgendjemand meinte, sich meiner Webseite beherrschen zu wollen. Ne? Also ich hatte dann beim zweiten Mal irgend so einen Friedel, der da irgendwelche Louis Vuitton-Taschen über die Kommentarfunktion verkaufen wollte. Und natürlich wurde die Webseite erstmal abgeschaltet, was für jede Selbstständige natürlich mal so ein ziemliches ist. Und ich habe dann halt mit schwindeligem Internet versucht, irgendwo zu retten, was zu retten ist. Und das hat mich voll genervt. Und dann habe ich recherchiert und habe gesehen, okay, in Palma gibt es einen Haufen Coworking Spaces, allerdings alle mehr als Monatsbuchung. Hier in der Walachei, wo auch die ganzen Urlauber eigentlich sind, gibt es nichts. Und ich habe dann halt so ein kleines Präsentationchen gemacht, wo ich einfach den Leuten von der Motorradvermietung, Deutsche, die hier seit 25 Jahren lebten, erklärt, was Coworking ist und was ich mir vorstelle. Und ob die denken würden, dass das sinnvoll ist für diese Insel und einen Beitrag leistet. Weil ich habe nämlich auf den Touren auch viele Menschen kennengelernt, die halt in jeder Pause sofort das Handy raus, ist hier Internet, bam, und irgendwas in ihrem Handy gemacht haben. Dann habe ich gesagt, du sag mal, was ist hier eigentlich los? Und dann sagen die, ja, die Fincas, also die Häuser, die man hier gerne auf so einem Landsitz hat, die sind halt wie wenn du in Deutschland auf dem Acker baust. Und wenn du in Deutschland auf dem Acker ein Haus hinstellst, dann musst du auch selber gucken, wie du da irgendwo Anschlüsse kriegst, Strom und sonst was. Ne? Und natürlich bekommst du eben auch kein gutes Internet. Und dann habe ich gesagt, okay,
Würde es dir helfen, wenn es hier in der Region, nicht in Palma, sondern hier in der Region, tatsächlich ein Büro gäbe mit gutem Internet, dass du nicht jeden Montag in einen, wie sie es nennen, Bus steigen, was aber ein Flugzeug ist, und Donnerstagabend wieder zurückkommen. Und das fanden die eine ziemlich coole Idee, die von der Motorradvermietung auch. Die meinten auch, hey, nächste Woche kann ich dir gleich eine Gruppe vorbeischicken, weil die bleiben immer bis abends hier, weil wir eben so gutes Internet haben. Und dann haben wir uns ein Jahr lang umorganisiert und sind dann hergegangen, weil ich das eben unterstützen wollte, dass eben Leute, die hier leben, nicht unbedingt immer nach Deutschland fliegen müssen, dass es dann doch nicht so gut funktioniert vor der Pandemie, ist nochmal eine ganz andere Thematik. Und dass aber auch Menschen, die eben selbstständig sind wie ich, die Chance haben, zum Beispiel auch Urlaub und Arbeiten zu verknüpfen, weil für uns ist es ja jedes Mal auch eine Zeit, die wir doppelt bezahlen müssen, ja, weil wenn wir da nicht arbeiten und auch nicht vielleicht ein Angebot schreiben, mir geht es ja gar nicht darum, dass man richtig Projektarbeit macht, aber einfach, dass man sieht, oh, da ist eine Anfrage reingekommen, oh, da kann ich ein Angebot stellen. Das sind ja nicht jeden Tag dann 8 Stunden, die man verbringt, aber dass man halt einfach wirklich ein gutes Internet hat und nicht darüber zu fluchen hat und wirklich in dieser Zeit wegarbeiten kann, was man braucht. Oder du bist 2 Wochen in Urlaub und dann kommst du zurück und hast dieses E-Mail-Postfach quillt über. Genau. Du bist 2 Tage beschäftigt mit aufzuräumen. Deswegen mache ich das wahnsinnig gerne im Urlaub. Jeden Tag einmal da durchmähen, alles raus, was nicht wichtig ist. Und dafür braucht man natürlich Internet. Man kann natürlich auch sagen, ne, du bist ja auch eine Digital Detox, dass man halt sagt, okay, die Mails, die schmeiße ich halt einfach weg. Oder ich lasse jemand anders sie anschauen. Dass man halt wirklich mal sagt, ich bin eine Woche wirklich nicht erreichbar. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, als Selbstständige, ist es oft nicht machbar. Also, dass man zumindest mal vielleicht jeden 2. oder 3. Tag mal reinschaut. Ne? Und das war so ein bisschen der Punkt hier. Ne? Wir wollten uns für uns dann was schaffen, wo wir gut arbeiten können. Und wir sind so nett und lassen andere da auch mit teilhaben. Eben wie der Coworking-Gedanke auch ist. Wir hätten uns ja auch privat was schießen können, aber ich dachte mir, nee, das möchte ich so, wie ich es in München auch kennen und lieben gelernt habe, das möchte ich gerne auch hier haben. Ja, das klingt super. Ist ja auch so, dass man, also bei mir ist auch Arbeit und Leben gar nicht so getrennt. Das heißt, irgendwie bin ich schon immer auch mit dem Kopf dabei, anders als Angestellte, die dann sagen, jetzt habe ich Urlaub und dann bin ich weg. Ich liebe ja auch sehr, was ich mache. Und mein Favorit ist, meine Arbeit so zu organisieren, dass ich davon keinen Urlaub brauche. Und das geht natürlich an einem Ort, wo andere Urlaub machen, also wo du ganz viel Infrastruktur hast, die für Urlaubsstimmung sorgt. Das heißt, du klappst den Rechner zu und bist im Urlaub natürlich viel besser. Das ist eben das für uns. Ne? Also wenn wir hier zusperren, bist du im Urlaub. Ne? Also du musst ja nicht erst noch einen Flug buchen und ins Meer oder sonst was, sondern du kannst dann halt einfach mal kurz zum Meer runter. Und du bist halt auch unabhängiger vom Wetter. Ne, weil so packt man natürlich immer sehr viel Erwartung auch in den Urlaub. In dem Urlaub muss es dann immer in der Woche dann auch perfekt sein. Leute, die hier 1 Monat oder 2 Monate mit uns auf Vacation sind, die sehen das alles viel, viel entspannter, weil in den 2 Monaten haben sie immer wieder viele schöne Tage und mehr, als man so denkt. Aber wenn es sich eben nur auf eine Woche konzentriert, kannst du halt auch mal Pech haben. Ne? Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Vielen Dank. Ich habe hier schon die ersten Fragen bekommen von Ela und da werden wir jetzt auch gleich mal drauf eingehen, weil ich möchte nämlich von euch gerne Best Practices wissen. Und zwar, was empfehlt ihr denn mal vorab überhaupt? Wie gehe ich denn dran an die Organisation, an die Planung von so einer Vacation? Was sind Dinge, die es auf jeden Fall zu beachten gibt? Was sind vielleicht Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid, wo ihr heute sagen würdet, okay, also wenn ich das vorher gewusst hätte, das wäre klasse gewesen. Vielleicht könnt ihr da ja so euch mal den Ball ein bisschen hin und her spielen, damit wir mit der Zeit dann auch am Ende noch Zeit haben, vielleicht ein paar Fragen extra zu beantworten. Vielleicht fange ich mal an, aber du hast ja jetzt eine größere Bandbreite an Vacation-Erfahrungen der Leute, die herkommen. Ich kann ja nur sozusagen für meine Vacation sprechen.
Das ist auf jeden Fall etwas, was ich schon lange im Voraus im Kalender blocke. Das heißt, diese Zeitfenster habe ich im Idealfall schon, wenn das Jahr beginnt, sind die fest eingeplant. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel in einen Ort wie hier, der touristisch natürlich auch sehr beliebt ist, ist es natürlich auch wichtig, dann Reservierungen zu haben. Also das heißt, zum einen, dass ich es in meiner Arbeit einplanen kann, muss ja auch meinen Kunden kommunizieren, ich bin dann dort, ich nutze die Zeit bevorzugt für eigene Projekte, wo ich eben in diesem Free-Flow arbeiten kann. Also das ist super wichtig für mich, das lange im Voraus zu planen. Und dann ist für mich super wichtig zu wissen, was ist da für eine Infrastruktur. Also Downstream, Upstream, Internetgeschwindigkeit, was ist dort? Gibt es die Möglichkeit, dass ich zurückgezogen Zoom-Meetings machen kann? Das ist mittlerweile quasi Must-Have. Genau, was mir auch wichtig ist, wer ist da außerdem noch? Ein bisschen das Social Life. Ich mache lieber Vacation in einer Region, die so ein bisschen belebter ist, also wo es auch Restaurants gibt, wo es vor allen Dingen für mich Freizeitmöglichkeiten gibt. Das heißt, das hat mit Spazierengehen, Wandern, Radfahren zu tun. Das ist wichtig, landschaftlich. Und dann, wie gesagt, wenn es dann natürlich dann Anreise und so weiter buchen. Aber was dann eben auch wichtig ist, für mich Best Practice, so bestimmte Dinge vorzunehmen, aber auf keinen Fall zu viel. Das ist also, ich glaube, das ist also für viele, die dann aus so einer, weiß ich nicht, vielleicht so einer Art Alltagshamsterrad kommen, weil sie sehr, sehr fremdbestimmt sind. Also auch als meine Kinder noch kleiner waren, da war natürlich mein Tag extrem von außen getaktet. Und dann ist so die Vorstellung gewesen in der ersten Vacation, ja, jetzt unterbricht mich ja niemand und dann kann ich viel mehr arbeiten. Oder weißt du, also so eine, das hat sich dann eben relativ schnell als nicht passend für mich erwiesen. Und das ist eben für mich auch noch, sage, es gibt vielleicht so ein, zwei Termine, die sind fix und ein paar dringende Sachen, aber ansonsten darf dort passieren, was will. Also ich würde mal sagen, das sind so meine, wie gehe ich da dran? Und die Herausforderung tatsächlich ist immer jedes Mal anzukommen und dann den neuen Rhythmus zu finden. Also wie sieht dieser Tag aus? Was hat denn der für feste Elemente? Und da bin ich jedes Mal lost. Da bin ich jedes Mal lost und brauche ungefähr, also auf jeden Fall 24 Stunden, in denen ich mir überlege, also was kann ich da vor Ort machen? Also jetzt zum Beispiel mit dem Pool, wann schwimme ich oder wann mache ich meinen Qigong oder wann mache ich meinen Spaziergang, wann kaufe ich ein? Und wann ist hier so mein Arbeitszeitfenster, wo ich konzentriert arbeite? Und das braucht jedes Mal, muss ich dann neu mich einfinden. Mhm. Und das ist natürlich auch hier leichter, als zum Beispiel viele Leute aus Asien erzählen. Also es ist ja so, der Klassiker ist ja, ich gehe nach Bali, habe dann halt wirklich sehr niedrige Grundkosten, kann da halt locker 3 Monate, 6 Monate sein. Thema ist allerdings, dass ich dort auch mit der Temperatur klarkommen muss, ne? Mit der Luftfeuchtigkeit. Und ich habe es auch von einigen gehört, dass es schon ein Thema ist, ob ich das dann halt durchstehe. Und das ist natürlich etwas, was ich mich vorher fragen muss, zu welcher Saison mache ich das dann auch? Weil wenn ich hier im Urlaub bin und ich flack mich nur an den Strand, dann ist mir das vielleicht auch wurscht, wie heiß die Sonne brennt. Wenn ich aber auch noch arbeitsfähig sein will, dann ist natürlich bei so einem Sonnenbad danach das Hirn so ein bisschen mürbe. Und insofern überlegt man sich halt, wann man das dann tut. Also auch das ist so ein Punkt, ne? Wie sind die Temperaturen vor Ort? Was brauche ich da? Gehe ich tatsächlich im Hochsommer hierher? Bei uns ist ja ganz lustig, wir haben immer gedacht, wir könnten im August zusperren und lustigerweise kommen dann die Leute aus Madrid, weil in Madrid ist es so knallheiß, dass sie sich sagen, oh cool, ich gehe in die Sommerfrische nach Mallorca und arbeite da. Wir finden es dann echt heiß, aber die sagen so, oh, voll gut, okay. Ja, angenehm, ne? Habt ihr so ein Pi mal Daumen-Richtwert, was würdet ihr sagen, so Freiraum, fixe Termine, 80-20, 70-30 oder
Das kommt total auf die Leute drauf an, ob die jetzt zum Beispiel auch, das kommt ja auf deinen Job an. Ne? Also je nachdem, wenn du einen Job hast, wo du viele Sachen einfach auch ein Stück weit abarbeitest, kannst du dir das ja auch ganz anders strukturieren, als wenn du zum Beispiel kreativ tätig bist. Ne? Weil Kreativität kann man schwer in irgendwie bestimmte Stundenraster zwingen, das kennen wir alle. Und das ist ja eben das Schöne hier. Ne? Also wir haben halt ein Haus mit einem Patio, du kannst dich zwischendurch raussetzen, wir sind mitten im Ort, du kannst sofort irgendwo hingehen, in einen Café, irgendwas anderes tun. Wir haben noch eine Dachterrasse, wenn du dann ein bisschen braten möchtest. Und das ist halt auch das Coole, ne? Dass du halt dann solche Pausen einlegen kannst, was auch gerade Angestellte bei uns halt super toll finden. Ne? Die sind zwar auch viel dann von morgens um 9 bis nachmittags um 6 hier, aber sie haben zwischendurch einfach auch mal so richtiges Loslassen, was du ja in dem Beruf vielleicht gar nicht hast. Ja, ja. ja aber ja, die ja. Ablenkung ist noch eine viel gute Agentin. Man geht ja nicht raus, müssen hier drin bleiben. Ja, also für so Menschen wie mich, die sich wahnsinnig schnell ablenken lassen, ist das die Herausforderung. Ja, deshalb ist es ganz gut, wie du gesagt hast, sich auch vor, oder wie du jetzt gerade gefragt hast, ne, sich vorher vorzunehmen, was möchte ich wirklich in der Zeit machen und dabei auch mal ein kleines Brötchen backen und sich dann lieber davon überraschen lassen, dass das kleine Brötchen dann doch irgendwo ein Brot ist. Weil die krasse Geschichte, die ich hier immer wieder erlebe, ist, dass die Menschen mir sagen, oh Doris, ich habe viel mehr geschafft, als ich je gedacht habe. Na, also viele Leute gehen auch wirklich dann um 5, also vorher gesagt, du, ich muss also spätestens um 9 anfangen. Und also, wann macht ihr zu? Um 7? Kann ich nicht bis um 8? Ja, kannst du auch. Gut, ja, nee, brauche ich. Und dann gehen sie um 5. Weil sie echt das fertig haben. Ne? Weil du natürlich hier nicht so ständig gestört wirst, wie beispielsweise in einem Unternehmen. Ne? In einem Unternehmen, wenn halt ständig jemand an deinem Tisch steht, wie war das nochmal? Kennst du nochmal die Auftragsnummer? Weißt du noch, wie das in Excel ging? Wie? Das hält einen ja auch raus. Ja, ja. Okay. Ela, vielleicht kannst du mir eine ganz kurze Rückmeldung geben, ob deine Frage damit beantwortet ist und wenn nicht, was du gerne noch genauer wissen möchtest. Und in der Ist eigentlich ganz gut. Also ich hatte so die Frage, eben das hat Marin ja auch gesagt, zu gucken, feste Zeiten, was für Bewegung, wann mache ich was. Das kann man jetzt nicht wahrscheinlich so als festen Status quo irgendwie weitergeben, ja, sondern je nach pauschalisieren. Ja, aber die Frage ist zum Beispiel auch, oder sagt ihr zum Beispiel, okay, also 3 Stunden werde ich arbeiten und wann ist egal? Oder würdet ihr sagen, okay, ich habe schon eine Zeit, also am Vormittag ist die Arbeitszeit oder am Nachmittag oder so? Also wir haben ja oft Menschen hier, die mit Familie kommen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, was wir eben damals gemerkt haben, wenn ich Familie habe und selbstständig bin, wann machst du dann Urlaub? Ne? Und das machen ja auch einige. Wir haben ja auch so eine geniale Geschichte, das nennt sich Fussi Camp. Das ist ein Fußballcamp, das geht immer Ostern los, geht dann, glaube ich, bis Oktober. Da kannst du morgens um 10 dein Kind abgeben und Brot fertig um 3 wieder abholen, aber positiv Brot fertig. Also die kümmern sich wirklich darum und haben auch immer super tolle Trainer aus dem deutschen Fußball-Bundesliga da. Und wir haben hier 2 Coworkerinnen, deren Kinder dorthin gehen, einmal Junge, einmal Mädel, und die sind immer fast nicht da wegzukriegen. Und dann ist es oft schon so ein bisschen davon strukturiert. Ne? Also oft erleben wir hier, dass es gar nicht ist, dass die Menschen sich das so vornehmen, sondern sie sind selten alleine, also auch, aber viele kommen halt mit einem Partner, Partnerin, mit Familie, und schon hast du ja ganz andere Zeitgebende. Ja? Also dass dann halt oft gesagt wird, okay, ich komme morgens um 9 und arbeite bis mittags um 2. Ja, das machen viele. Und kommen dann vielleicht nochmal rein, wenn sie nochmal irgendwie abends eine Videokonferenz oder irgendwas haben. Ja, und dann hast du aber auch Programmierer, die die Familie an die Seite stellen können, weil die halt wissen, okay, der muss jetzt halt diese Programme schreiben in der Zeit. Und wenn es halt nicht schneller geht, man kann sich ja zwingen, dann ist es halt so. Da haben wir dann auch schon mal Leute, die morgens um 9 kommen und wirklich erst um 7:30 gehen. Ja? Mit einer Pause zwischendrin. Ja? Das ist, du kannst es einfach so nicht sagen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und individuell. Also ich habe für mich gesagt, es ist gut, ein Vormittagszeitfenster zu arbeiten, dann Siesta und dann am Nachmittag nochmal bis abends. Wobei ich jetzt gerade durch die Schwierigkeiten meiner Gesundheit sowieso, ist alles so ein bisschen anders und muss noch mehr drauf, also ein bisschen auf den Energiehaushalt achten. Das heißt, dieses Mal ist es auch nochmal ganz anders. Aber sonst war das für mich so, dass ich normal aufgestanden bin, gefrühstückt, gearbeitet, dann Mittagessen, lange Mittagspause
und dann am späten Nachmittag mich wieder dran gesetzt habe bis zum Abend, genau. Oder ich habe eben, wenn ich dann eine Wanderung gemacht habe, dann habe ich mich nochmal später dran gesetzt. Aber so, das ist so im Wesentlichen. Aber es ist dieses sozusagen, was die innere Uhr, die innere Arbeitsuhr, die sich da neu justiert und danach. Aber es ist tatsächlich so eine Art Intervallarbeiten. Aber das finde ich auch gut, dass man einfach das wieder lernt. Ne? Wir sind ja nur durch die industrielle Produktion am Fließband dazu getrimmt worden, in diese Zeiteinheiten gepresst zu arbeiten. Ja? Letztlich, wenn du mal in die Zeiten zurückguckst, wir haben Leute früher im Mittelalter oder wann auch immer gearbeitet, war das ja gar nicht so. Das ist ja wirklich auch neu, dass man halt so arbeitet. Und wir müssen halt auch wieder mal lernen, zu verlernen und wieder neu zu spüren für sich selber. Und das ist tatsächlich oft in so einem Setting hier. Das habe ich auch von einigen zurückgemeldet bekommen, ne, dass sie hier dann auf einmal sich neu und sich beim Arbeiten neu kennenlernen. Okay. Und das ist natürlich auch nochmal eine schöne Erkenntnis, die ich auf so einer Vacation für mich selbst generieren kann. Ne? Also gar nicht einfach nur dieses Arbeiten an einem anderen Ort, sondern auch für mich ganz persönlich mal wieder hinzuspüren, was ist denn eigentlich mein persönlicher Flow vom Arbeiten. Ne? Das finde ich einen ganz klasse Punkt. Und Doris, so mal aus der quasi anderen Seite gesagt, weil Maren hatte ich ja auch vorgestellt mit, du bist in der Coworking-Szene weltweit gut vernetzt. Was würdest du denn sagen? Was ist denn wichtig so vorab für die Planung von Dingen, die Maren jetzt vielleicht noch nicht genannt hat? Zum Beispiel nimmt sie unheimlich viel ab, wenn du einen Coworking-Space vor Ort hast. Und gibt es da irgendwo eine Plattform, weil ich meine, der Punkt ist, auch wenn du alleine bist zum Beispiel, ne? Also ich kriege oft so Anrufe, ach, ich würde das auch gerne machen, aber ich habe keinen Partner oder Partnerin oder ich finde keinen im Bekanntenkreis, der das mitmacht. Sag ich, du, wo ist das Problem? You're not alone. Das ist natürlich immer abhängig davon, was ich mir für eine Vacation-Location suche. Wenn ich dann in ein Hotel gehe, okay, dann bist du alleine und hast ein Riesenproblem, weil alle rundherum nur Urlaub machen und du bist dann die Jecke, die irgendwie versucht zu arbeiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich kombiniere eben meine Vacation mit einem Coworking-Space und das ist auch ein Coworking-Space mit Hosts wie wir, die sich halt auch darum kümmern und nicht einfach nur sagen, da ist der Automat, da kannst du dein Ticket ziehen und dich irgendwo hinhocken und ansonsten bist du dir selbst überlassen. Das bringt natürlich auch nicht so viel. Aber wenn du halt einen Coworking-Space hast, wo sich die Menschen auch um die Coworker und Coworkerinnen kümmern, dann musst du nicht vorher recherchieren, wo kann ich hier was einkaufen? Wie lange haben die Supermärkte auf oder wann ist der Markt oder wo kriege ich jetzt einen Mietwagen vielleicht her, wo kann ich ein Fahrrad leihen, wie weit ist es wirklich zum Meer, komme ich da zu Fuß hin und so weiter. Alles Dinge, die wir natürlich wissen, weil wir hier 365 Tage im Jahr leben. Also na, das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der Fokus geht ja, also Workation heißt ja, du suchst ja gezielt einen guten Arbeitsplatz in einer schönen Urlaubsgegend. Und das und ein Coworking-Space weiß halt genau um deine Bedürfnisse. Das heißt, ich gucke immer erst, wo kann ich arbeiten und dann folgt die Unterkunft. Und das war natürlich dann cool, weil ich gesagt habe, okay, und dieses Mal habe ich gesagt, Doris, ich komme nicht alleine, sondern da kommt eine ganze Gruppe. Und was kannst du uns denn empfehlen, also an Unterkünften, wo wir das gut kombinieren können? Dann hast du mir drei Sachen genannt, die waren so alle, so hatte so ein bisschen, jedes hatte so seine eigene Eigenheit und dann habe ich mich letztlich für eines entschieden und das war natürlich, hätte ich hier quasi, also ich wäre ja lost gewesen. Plus das Angebot ist riesig. Ja, das Angebot ist riesig und so Doris kannte die Gastgeberin jetzt und das ist natürlich was ganz anderes, wir wurden so begrüßt wie alte Freunde. Und ihr hatte auch im Vorfeld gesagt, okay, wir kommen sonntags an, wir müssen noch einkaufen, das heißt, da ist unwahrscheinlich viel an Service und Connectivity schon vorher. Das hast du natürlich nicht, wenn du jetzt irgendwo in eine fremde Stadt fährst, für dich alleine und viele Ferienwohnungen oder Hotels haben ja auch ein Internet, aber es ist eben was anderes. Ja, man sagt immer, man hat Internet, aber die ganzen Leute stranden dann ja bei uns.
wenn sie halt feststellen, dass das Internet eben, ja, ein gewisses Internet über Mobilfunk ist und wenn du manchmal in der zweiten Hälfte des Monats bist, dann ist das Kontingent schon weg. Ergonomischer Schreibtischstuhl, höhenverstellbarer Schreibtisch, da ist ein groß, also es hier gibt hier Bildschirmarbeitsplätze, das heißt, ja, also lauter solche Sachen, ne? Das ist natürlich, kann ich mein gut, jetzt sitzen wir hier so ein bisschen, ja. Sehen die nicht, aber wir sitzen hier sehr kuschelig, weil es heute auf einmal Wind geworden ist. Jetzt, guck mal, jetzt hast du Simone, jetzt zeigt Simone gleich, wie wir hier sind. Ja, Simone zeigt jetzt gleich mal hier ihr Bildchen. Wie ihr tatsächlich sitzt. Wie wir tatsächlich, nein, aber hier gibt es eben, ja, also das sind halt so Sachen, oder es gibt sogar hier so ein kleines Podcast-Studio. Ja, also, und Telefonboxen. Telefonboxen, schalldicht, also ja, das heißt, du hast halt wirklich für ganz unterschiedliche Arbeitsbedürfnisse im Coworking-Space das Equipment plus eben das, der Coworking-Gedanke ist ja und es senkt halt einfach deine Vorbereitungszeit, ne? Weil und es ist ja auch immer so, man versucht ja als Deutsche und Deutsche, sind wir bekannt für, vorher wirklich alles zu überlegen, was könnte passieren, was wäre hier und, ne? Und dann passiert dann, du hast 50.000 Sachen bedacht und dann kommt noch 50.001. Und das ist halt auch der Unterschied. Wenn du dann jemanden vor Ort hast, hast du natürlich eine ganz andere Möglichkeit, Lösungen zu finden, ne? Und das ist halt das, was wir hier auch viel machen, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel im Winter jemand kommt und tatsächlich dann zu früheren Zeiten waren dann am Wochenende sonntags tatsächlich die Supermärkte geschlossen und dann habe ich halt ein bisschen was eingekauft, was die Person dann bei uns abholen konnte. Ne? Also ich meine, das ist eben der Unterschied. Ich meine, das ist jetzt nicht meine Hauptaufgabe und so, ne? Aber ich denke halt immer an den Menschen und ich weiß, wie es mir selber gehen würde und das ist für mich einfach immer der Maßstab. Okay. Also ich habe ja schon mehrere, auch alleine schon in Ferienwohnungen, Vacations gemacht. Natürlich, das, aber es ist eben nochmal ein Unterschied, ob ich und wie ich jetzt hier im Coworking-Space bin oder eben alleine. Es geht natürlich alles, aber es ist ein anderes Arbeiten. Okay. Doris, ich würde gerne von dir noch wissen, so ich jetzt als Laie, ne, ich habe noch keine Vacation gemacht. Ich war mal auf einem, keine Ahnung, Tagesevent in einem Coworking-Space, ansonsten noch nie. Und jetzt hätte ich die Idee, ne, quasi mal auf Mallorca eine Vacation zu machen. Ist es dann am besten, ich rufe vorher auch an und sage, hey Doris, da und da will ich eine Vacation machen. Ist denn da auch noch Platz in deinem Coworking Space oder wie müsste ich das angehen? Das ist auf jeden Fall ganz gut und wir haben auch eine Beratungsstunde. Einmal im Monat gibt es die. Da kann man sich anmelden und zum Thema Vacation alle Fragen stellen. Das haben wir halt einfach auch jetzt mal angeboten als Sammelstelle, damit man es nicht immer fünfmal erzählt. Und so kann ich dann halt die Leute dann auf einen Termin auch ein Stück weit kanalisieren. Aber wenn natürlich das relativ kurzfristig sein muss, dann ganz klar. Oft kriegen wir halt E-Mails, ist auch ein bisschen besser, weil der E-Mail muss man sich auch mal konzentrieren, was will ich genau. Und im Telefonat kriegt man manchmal dann so, wir telefonieren ja heute auch nicht mehr, ne? Wir telefonieren ja nur noch über Sprachnachrichten. Dann kriegst du hier eine Sprachnachricht, du gibst eine Sprachnachricht zurück und es gibt wieder eine Sprachnachricht hierhin, oder? Und insofern ist es manchmal ganz gut, wenn es verschriftlicht wird. Dann wissen die Leute auch wirklich, was sie wollen und brauchen. Aber ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir rufen auch oft dann nochmal zurück und fragen was nach, damit es klar ist. Vor allen Dingen, viele Menschen denken halt, mei, die Insel ist so furzklein. In Santa Anita, das ist doch quasi der Vorort von Palma. Aber wir sind halt Janswick Drusse, wie man bei uns so schön in Köln sagt. Und ja, das muss man halt wissen. Und wir sind bewusst aber hier, weil hier dieser Ort tickt langsam. Heute nicht, heute war Markt. Heute war Markt. Am Markttag voll. Ist das Ding halt eine ganz andere Atmosphäre. Aber noch morgen, mehr Ablenkungsmöglichkeiten. Aber morgen werdet ihr feststellen, es ist wieder so, was ist denn jetzt los? Hier ist ja gar nichts mehr. Es ist also schön, dass wir hier im Südosten da sind und um uns herum hauptsächlich auch Naturstrände, die eben auch nicht zugebaut sind oder sonst irgendwas. Ne? Also es hat manchmal Vor- und Nachteile, aber wir haben gesagt, wir wollen hier runterkommen und wir wollen gerne, dass die Leute, die zu uns zum Coworking und Vacation kommen, auch runterkommen. Und dann sind wir hier gut aufgestellt.
Okay, klingt schön. Ich würde ganz gerne mal von den anderen wissen, was schwebt euch denn vor? Workation, ja, das habt ihr gesagt. Und Workation eher mit Coworking Space oder Workation eher in der FEWO oder so auf Eigeninitiative, mal gucken, wie ich klarkomme mit einem eigenen Hotspot. Was sind so eure Ideen dazu? Einfach mal in den Chat, mal so zwischendurch. So, und werden die jetzt alle schön tippseln? Hey, Simone? Simone, ja, die tipselt auch. Was Simone kann jetzt gleich aus dem Nähkästchen tipseln. Genau, die kann jetzt mal hier. und dann kriegt man zum Beispiel hier so wunderbares Zitronenwasser. Ja. Ja. Ich würde jetzt, solange hier die Chat-Nachrichten eintrudeln, von euch gerne noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen wissen. Was waren denn eure schrecklichsten Coworking-Erlebnisse und eure besten Coworking-Vacation-Erlebnisse, genau. Da muss jetzt, also ich überlege jetzt gerade, ob ich überhaupt schreckliche Vacation-Erlebnisse Was hatte. Was müsstest du nicht nochmal haben? Also mir fällt echt nichts ein. Also Internet. Also mir fällt nur Internet ein, dass es nicht so ist, wie es versprochen war. Also das habe ich bisher nicht, habe ich vorher wahrscheinlich gründlich genug recherchiert. Ich hatte noch kein schreckliches Co-Workation-Erlebnis. Also nee, hatte ich. Also ich habe mir immer vorher überlegt, warum fahre ich dorthin? Also ich habe so ein bisschen auch, ne, also das davon abhängig gemacht, was möchte ich dort, wie möchte ich dort arbeiten, bin ich wirklich ganz bewusst alleine oder bin ich hier? Ich habe keine schrecklichen Vacation-Erlebnisse. Gut, du musst keine haben. Nein, nein. Ich wünsche dir auch keine. Ist ja super. Doris, also, ist dir was bekannt? Wie gesagt, also für mich ist es persönlich das Internet. Und ansonsten hören wir von Leuten, dass halt die Stühle einfach Rückenschmerzen bringen. Also wir haben manchmal schon Leute, die kommen mit Rückenschmerzen her, kriegen dann von uns erstmal eine Physiotherapie empfohlen. Das sind immer so die Unwägbarkeiten, dass man vorher nicht weiß, dass man so einen schrecklichen Stuhl hat, dass man dann hinterher eine Physio braucht und haben sich dann dankbar in unsere bequemen Schreibtischstühle eingemietet. Cool, schön. Maren, du hattest eben was ganz Spannendes noch gesagt, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Aber vorher haben wir hier eine deutliche Tendenz zu Coworking Spaces. Also Doris, du hast es geschafft, die Leute hier tatsächlich komplett zu überzeugen. Simone wahrscheinlich, einfach indem du sie so verwöhnt hast jetzt schon, seitdem sie da ist. Und Ela entscheidet sich gleich für das Komplettpaket, nämlich der Vacation mit dem Magnetproduktclub. Bei Anna kommt so ein bisschen auf die Gesellschaft drauf an. Alleine würde sie wahrscheinlich sicher eine FEWO nehmen. Dann würde vermutlich auch das Internet reichen. Ja, genau. Ruth, ganz klar für Coworking Space. Ja, Ela fügt noch hinzu und natürlich mit Coworking Space, aber das ist ja klar, wenn du mit dem Magnetprodukt gehst, das ist ja klar. Es gibt natürlich auch diese Co-Living Spaces, also die wirklich das anbieten, dass du dort wohnst und arbeitest. Das wäre auch unsere Idee gewesen. Thema ist nur, wenn du in einem touristisch geregelten Gebiet bist, wie hier, also die ganze Insel, ist alles mit Lizenzen bewährt. Und unsere Region, obwohl so weit draußen, wurde trotzdem als touristisch gesättigt eingestellt. Und deshalb gibt es auch keine neuen Lizenzen. Und deshalb könnte ich mich auf den Kopf stellen und mit meinen wackeln und sonst was tun. Ich dürfte nicht vermieten. Punkt, Ende aus. Und das ist natürlich manchmal echt schade, ne? Weil dadurch hast du halt auch nicht so eine Flexibilität, die du manchmal gerne haben möchtest. Weil wenn die Urlauberinnen die ganzen Finkers drumherum gebucht haben, dann haben sie die halt gebucht. Da kann ich auch nichts mehr tun, ne? Aber es gibt es. Und wenn du halt sagst, ich bin alleine und ich möchte halt gerne in Gesellschaft sein, dann kannst du dich zum Beispiel auch nach Co-Living Ausschau halten.
halten. Auf Mallorca haben wir das in Arenal von den Matthias. Und das ist eine Villa, auch in der Stadt, aber da wohnst du halt mit den anderen zusammen. Wir machen das im September, einen ganzen Monat, der Uli und ich, mein Co-Founder vom Magnetproduktclub, sind wir im Schloss Blumenfeld, im wunderschönen Tengen, in Baden-Württemberg nahe der Schweizer Grenze. Und dort sind wir dann einen Monat tatsächlich Co-Working, Co-Living mit 21 Leute. Also das wird nochmal eine ganz besondere andere Coworking-Erfahrung. Ich werde im Herbst berichten können. Da bin ich gespannt. Wie das dann ist. Ja. Ja. Mhm. Dann machst du auch bitte schön so einen Salon. Okay, dann machen wir da auch einen Salon wieder. Und also das ist nochmal, weil das sind halt auch immer die 21 gleichen Leute. Ja, also das ist ja, wenn du dich da, also... Na, das glaube ich nicht. Wenn du 4 Wochen da bist, die werden nicht alle 4 Wochen da sein. Du musst mindestens einen Monat da sein. Ah, okay, das heißt gut, also, die manche sind da 6 Monate, musst dich bewerben. Also wer das interessiert, Summer of Pioneers, organisiert von Neulandia. Das gibt es auch in anderen Regionen Deutschlands, also könnt ihr mal googeln. Das ist so eine Kombination. Das sind immer so temporäre Spaces. Also die Schloss Blumenfeld ist jetzt von der Stadt temporär dazu ausgewiesen worden. Und genau, also das ist nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung. Aber ich probiere das, ich probiere sowas halt immer wahnsinnig gerne aus. Aber da bin ich gespannt. Ich glaube, wenn man sich da halt auf den Geist geht, dann geht man sich auf den Geist. Und dann weiß ich nicht. Das passiert einem mit Clubmitgliedern ja nicht. Nee. Weil wer im Magnetproduktclub Mitglied ist, ist einfach von Haus aus schon mal sympathisch, cool, gemeinschaftsorientiert und sehr selbstverantwortlich. Also ich kann das sehr empfehlen. Also jetzt hier mal, nur Simone stellvertretend da von der Gruppe, die hier ist. Aber ich würde auch mit jedem anderen von euch, das weiß ich jetzt schon, verreisen, Cluburlaub machen. Also ich bin dafür, dass es einen festen Platz für den Feelgood-Agenten gibt im Club in der Zukunft. Und ist notiert. Wer auch immer das dann sein wird. Ja, es gibt, kann nur eine geben. Genau. Ich finde, eine Sache, Maren, würde ich gerne nochmal 2 Schritte zurückgehen, was du gesagt hattest. Und zwar hast du gesagt, du hast dir immer überlegt, wie du gerne arbeiten möchtest. Mhm. Kannst du da noch mal ein paar Sätze dazu sagen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, einfach sich vorher zu überlegen, so ein kleines Bild zu erschaffen, aber es nicht aufzuladen mit Erwartungen, oder? Genau. Ist das richtig? Richtig, ja. Also ich habe so bestimmte Orte, wo ich eben immer wieder hinfahre. Das ist unter anderem in Benediktbeuern, im Kloster Benediktbeuern, im Gästehaus. Da bin ich mittlerweile Stammgästin und was ich da eben mag, ist, dass das ist so ein totaler Rückzugsort. Aber das muss man sich halt auch klar sein, das ist ein Rückzugsort. Das heißt, es ist für mich besonders gut geeignet, wenn ich mich so mit Deep Work, mit Themen beschäftige, intensiver. Also zum Beispiel eben bei meinem Buchprojekt. Und auch total klar ist, wenn ich dort alleine bin, bin ich alleine. Also die Personen, mit denen ich da am meisten spreche, sind die beiden sympathischen Frauen am Empfang, mit denen ich so gewisse organisatorische Sachen bespreche. Und ansonsten bin ich da eben für mich. Und das ist, also das weiß ich natürlich vorher. Es gibt dann noch, ab und zu fahre ich mit meinen Eltern mit. Die machen in Österreich eine Woche Urlaub und da ist bei der Ferienwohnung immer noch, kann man noch mal was extra dazu buchen. Da bin ich relativ für mich eigenständig. Ich kann aber auch mit denen Zeit verbringen. Und das ist mitten im Ort, in Zell am See. Da ist auch viel Leben. Da sind die Berge, da ist der See. Das heißt, da weiß ich schon, da werde ich dann eben auch, ich esse mit meinen Eltern zum Beispiel zum Mittag. Das ist fest gebucht. Einmal, wenn ich dort bin, mache ich eine Wanderung. Eine Zeit lang habe ich für einen Halbmarathon trainiert, dann wusste ich, ich habe da die Runde, um den See zu joggen und weiß auch, dass ich da nicht so zurückgezogen bin, wie zum Beispiel im Gästehaus vom Kloster, aber es eben auch nicht so super belebt intensiv ist, wie zum Beispiel hier. Also hier war total klar, wenn ich die Woche mit dem Club da bin, dass ich mir so gut wie nichts vornehme.
Ja, dass ich da nicht, sondern dass ich wirklich Zeit habe mit den Leuten, mit, klar, so ein paar Dinge müssen schon gemacht werden und mache ich auch, aber so, dass das war jetzt zum Beispiel für diese Vacation jetzt so ein Punkt. Und interessant jetzt auch nochmal so Learnings mit der Gruppe. Wir probieren das aus. Wir haben heute Mittag beim Essen kurz drüber gesprochen, wie ist so das Zwischenfazit. Wir haben ja jetzt Halbzeit. Stimmt, Bergfest. Bergfest, genau. Das eigentlich, so das war zumindest mein Eindruck. Simone, korrigier mich bitte oder vielleicht bringst du da auch deine Perspektive ein, dass das eigentlich das Coole ist, das so auf sich zukommen zu lassen. Wir haben eine Chatgruppe, wo es da der Austausch, so je näher der Termin rückte, wie machen wir das denn jetzt? Wann kochen wir denn? Haben wir denn ein Auto? Haben wir da Fahrräder? Haben wir da, was ist denn jetzt fest geplant? Was kann ich denn da machen? Was kann ich nicht machen? Und ich habe eben gesagt, ja, da ist nichts geplant, weil das Coole ist, dass Dinge entstehen können und dafür, dass das eine gute Sache ist. Jeder kann so unterschiedlich ein bisschen damit umgehen, mit völliger Strukturlosigkeit und mit Freiheiten. Aber das war so das Zwischenfazit, dass das was Tolles ist. Und dass eben, wie du das auch schon gesagt hast, dass man plötzlich also aber auch ganz andere Dinge geschafft kriegt, denen man nicht gerechnet hat. Oder wie ist es für dich, Simone? Du bist ja Teil der Gruppe. Und es ist für mich haargenau passend, unvorbereitet hierher kommen, weil für die Vorbereitung ist im Vorfeld eh wenig Zeit, wir haben ja alle viel zu tun, deswegen machen wir auch diese Vacation, um ein bisschen neuen Rhythmus zu kommen. Und ich fand es wahnsinnig angenehm mit diesem Team aus dem Magnetprodukt Club, weil es sind alles Unternehmerinnen auf Augenhöhe, wir tauschen uns aus, es sind schon viele Synergien entstanden, Zusammenarbeiten in den 2 Tagen wurden schon besprochen, das machen wir jetzt durch einen Spaziergang hier zum Coworking Space oder da kommen mal was gemeinsam. Es ist ein zwangloses Miteinander, ihr habt so einen Hall, ne? Ihr hört mich dahin, ich weiß. Das ist ein zwangloses, seriöses Miteinander, total entspannt, nichts muss, aber alles kann und das ist total mein Stil, um zu arbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass ich das in einer Gruppe so gut kann und erfahren kann. Denn dafür hatte ich so ein bisschen meine Sorgen. Klappt das? Wird es zu viel für mich? Ich will mich auch entspannen. Und in einer Gruppe entspannen, das ist wirklich cool. Ja. Ja. Schön. Super. Danke dir auch für deine Einsicht. Ich würde das jetzt so machen. Ich weiß, Doris, wie hast du das denn eben gemacht mit diesem, dass euer Bild da immer da war? Du, ich bin ja inzwischen nicht mehr die Social-Media-Erklärtante, sondern inzwischen bin ich ja die Online-Event-Technikerin. Sprich, wie man mit diesen schönen Tools alle möglichen Sachen macht und wie man Events auch wirklich kreativ ins Internet bringt. Und ein paar von euch kennen ja auch den Netzwerkbooster-Event von der Ute Blindert. Mit ihr bin ich halt auch immer zugange und wir überlegen uns super viel, wie man Events anders machen kann. Und deshalb kenne ich natürlich auch das Zoom von vorne bis hinten seitwärts quer. Und war nur gerade ein bisschen irritiert, weil die Sprache hat sich geändert. Hast du das gesehen? Das war vorher, irgendwas war anders bezeichnet. Das fand ich jetzt gerade sehr verwirrend, aber gut. Ich habe gestaunt, was wir hier für Funktionen lernen möchten. Hello. Ja. Neue Zoom-Funktionen gerade kennengelernt. Okay, wunderbar. Ja, ihr lieben Teilnehmer, habt ihr noch Fragen? Gibt es irgendwas, was euch ganz persönlich interessiert, was ihr noch fragen möchtet? Janine hatte auch geschrieben, sie hat noch nie eine nie eine Vacation gemacht. Meine Herren, ich komme hier durcheinander mit den ganzen Bezeichnungen. Da ist die Ella. Ja, genau. Ela ist da. Ela, sag mal, deine Frage. Ja, die Frage ist, eine Woche, ist das nicht ein bisschen kurz, wenn ich jetzt so überlege, eintunen und oder ist es genau richtig? Also hier kam, glaube ich, schon am 2. Tag die Frage auf, können wir eigentlich länger bleiben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es ist natürlich kurz, auf der anderen Seite, also klar könnte man sagen, auch 2 Wochen. Das ist aber, muss ich sagen, für mich persönlich organisatorisch schon wieder sehr viel herausfordernder. Also
Gut, jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Ich sag mal, wenn ich das jetzt für 2023, also ich habe mir zum Beispiel nächstes Jahr zum ersten, also jetzt haben wir im September, sind wir einen Monat weg. Das geht jetzt, weil die Kinder aus dem Haus sind. Mal gucken, ich habe mir für nächstes Jahr einen Monat im Gästehaus da schon mal einquartiert, im Juli. Wobei das eben nicht so Vacation ist wie hier, wo ich Freeflow habe, sondern da habe ich dann quasi Business as usual und wirklich die regulären Termine. Da kann, ich kann, also ja, ist aber nicht eine gute, ich habe vielleicht einen Glaubenssatz, ich weiß es nicht. Ich sage, 4 Wochen so, das würde niemals gehen. So, also, aber ja, also das muss ich sagen, das ist so vielleicht die gedankliche Schranke. 4 Wochen woanders arbeiten, ja, aber dann doch mehr mit Business as usual. Diese 5 Tage hier wirklich Free Flow, so yeah, mal gucken, was passiert. Also das, ja, traue ich mich nur 1 Woche. Es gibt viele, die 2 Wochen eigentlich nehmen, weil die Woche schon kurz ist. Ja. Oder sie machen 1 Woche arbeiten, 1 Woche Urlaub. Das sind dann auch 2 Wochen. Oder wir haben halt auch wirklich viele, die 1 Monat oder 2 Monate kommen, besonders in den Wintermonaten. Und dann ist es einfach nur zum Beispiel die Geschichte, kann ich meine Wohnung in Deutschland untervermieten? Ja, also geht das irgendwie? Oder dass du halt die Kosten minimierst? Ne? Das ist natürlich dann eigentlich eher das Thema, was manche dann haben. Ne? Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Bist du, wenn du alles beibehältst, hast du quasi 1 Monat, was heißt doppelte Kosten, aber das läuft natürlich schon mit. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute zufällig, wenn sie es dann mal wollen, merken, dass sie im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis irgendwelche Apartments oder Häuser wie auf Mallorca haben. Es sind irgendwie mehr, als man manchmal so denkt. Und dann hast du halt auf der Seite schon mal ein bisschen Kosten eingespart. Ja, ist auch, haben wir jetzt schon mal die Immobilienanzeigen hier in den Schaufenstern studiert? Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist gerade richtig übel geworden. Okay, gut. Darüber müssen wir vielleicht noch mal sprechen dann. Ela, ist deine Frage beantwortet? Ja, danke. Super. Okay, dann Janine, magst du? Ja, gerne. Hallo zusammen. Mich würde interessieren, Doris, wie viel Vorlaufzeit braucht man denn, um bei euch so 2 bis 4 Wochen unterzukommen? Und du sagst immer, ihr seid JWD, also nicht nix zu Palma. Ist es gut? Also wie kommt man dann zu euch und mietet man sich am besten ein Auto oder hat man da vor Ort oder wie wären da so deine Tipps? Also die Vorlaufzeit hat einfach damit zu tun, dass wir ein kleiner Space sind. Wir haben halt Einen Hall irgendwo, Entschuldigung. Irgendjemand Echo zu. Ah, okay. Und insofern, das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Ne? Also je länger im Voraus man schon weiß, dass es dann und dann ist, umso besser. Aber anfragen und gucken. Hm? Also ich meine, noch sind die Kalender zum Teil gar nicht so voll, weil dieses Jahr ist es auch tatsächlich so, dass viele mir sagen, du Doris, ganz ehrlich, dieses Jahr möchte ich Urlaub machen. Ich möchte einfach wirklich Urlaub machen. Ist mir jetzt alles egal, weil man halt wieder reisen kann und es einfach auch wirklich nochmal anders genießen will und auch so viel jetzt eben anders arbeiten gelernt hat und einfach gerade mal wieder so ein bisschen so Entspannung. Okay, insofern dieses Jahr, glaube ich, hast du gute Chancen. Ansonsten in der Hochsaison, also Hochsaison für uns ist eigentlich April, Mai und Juni, weil es dann eben auch wirklich stabiler, schönes. Und dann auf jeden Fall auch September, Oktober, weil dann es nicht mehr so heiß ist, aber trotzdem immer richtig schön. Ne? Also wir sind natürlich immer noch in Europa, ne? Also die Tropen kann ich euch hier auch nicht anreichen. Und insofern, das ist halt so ein bisschen die Beschränkung. Wir haben uns hier leider ein bisschen vom Bus abgehängt. Ansonsten hatten wir nämlich eine ziemlich rattengeile Verbindung vom Flughafen mit dem Bus direkt nach Saint-Denis mit ein paar Zwischenstopps. Und wenn aber keiner ausgestiegen ist, warst du dann wirklich in einer halben Stunde hier mit dem Bus. Leider ist das nicht mehr der Fall. Insofern muss man das immer ein bisschen anders organisieren. Der Mietwagen ist schon nützlich, weil wir sind eben auch in einem Gebiet, wo es halt viel zu entdecken gibt und es ist leichter mit dem Auto dann. Jetzt du kommst natürlich auch schnell zum Strand mit dem Auto. Genau. Ja. Wir haben mit dem Fahrrad. Oder mit dem Fahrrad, aber genau. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden. Wir sind ja nur 5 Tage da.
Ja, dann haben wir gesagt, okay, da wird jetzt nicht so viel Freizeitprogramm sein, wobei Herr Simone hebt schon die Hand, vielleicht ist eine andere Auffassung. Auf jeden Fall, wir haben jetzt gesagt, nee, wir sind zu viert aus München mit dem gleichen Flieger. Wir haben zusammen Taxi genommen, sodass sich diese Kosten wirklich in Grenzen halten. Und was mir wichtig war, ist, dass die Unterkunft fußläufig zum Coworking Space ist. Das heißt also, dass du sozusagen diesen Hauptteil von Arbeiten und Wohnen ohne Auto machen kannst. Das ist jetzt für uns so der Fall gewesen. Aber klar, wenn du ein bisschen länger bleibst und sagst, du möchtest was von der Insel sehen, dann ist das schon sehr hilfreich, einen Mietwagen zu haben. Die kosten jetzt auch nicht jetzt Unsummen. Teurer sind sie leider geworden, aber das ist ja überall ein Phänomen, was wir haben. Also wir haben für uns eben gesagt, was wir vorhaben, was uns wichtig ist, dafür brauchen wir jetzt nicht das Auto. Also das sind die Leute, das ist der Ort und die Arbeit und deswegen kein Mietwagen. Aber definitiv, wenn du hier ein Auto hast, kannst du einiges mehr sehen als die Stadt, wobei die wirklich wunderschön ist. Ja, auf jeden Fall. Die haben einen tollen Schuhladen, also handgenähte Schuhe. Also wirklich, war völlig überrascht. Genialer, gut, aber es ist ein bisschen off-topic. Wir haben noch einen zweiten sogar, den hast du noch gar nicht gesehen. Mit dem Westernstiefel. Doch, ja, ich habe auch das Gefühl, wir schweifen gerade in eine ganz andere Region ab. Das ist das Problem. Das ist die größte Herausforderung. Co-Workation in der Stadt. Ansonsten zu deiner Frage, Fahrräder. Es gibt hier Fahrrädervermietung, Elektrobikes zu mieten. Also das, und da wird sich auch noch eine Menge tun. Ja, und wenn du dir die Schuhe durchgelaufen hast, Janine, dann kannst du dir neue besorgen. Janine ist froh, wenn sie überhaupt wieder laufen kann. Ja, genau, im Moment, das stimmt. Dann alles Gute dafür. Simone. Ja, ich wollte mal meinen Senf dazugeben, weil es ist für mich der erste Coworking Space, den ich mache, also auch Coworking. Ich habe das vor ein paar Jahren gemacht, habe ich zu meinem Sohn Ja, jetzt doch, Doris und Maren, ihr müsstet euch bitte ganz kurz stumm machen, weil man sich nicht hört. In dem Sinne, dass ich das jetzt für mich alleine hier gemacht habe, ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung, weil ich bin auch gerade so im Selbstcoaching wieder nach Corona mal wieder nach vorne schauen. Wir haben auch 2 Jahre lang viel funktioniert, anstelle in die Zukunft gearbeitet, weil wir nicht wussten, wo es hinging. Und deswegen bin ich hierher gefahren und habe gesagt, ich mache mit. Und dafür war es mir eine Woche fast zu wenig, weil bis du reinkommst in deinen Rhythmus, möchte Zeitmanagement auch nochmal trainieren. Und das habe ich hier ganz deutlich gemerkt. Wenn ich mich nicht dran halte, sitze ich abends um 9 hier, wenn die anderen auf der Terrasse ihren Wein trinken. Das ist ganz schrecklich. Wenn du zu Hause am Schreibtisch sitzt, stört dich nicht. Also man muss sich sowas von viel mehr disziplinieren. Und das ist einfach eine wertvolle Erfahrung. Ich denke, 2 Wochen würde ich das nächste Mal mindestens machen. Ohne Auto, mit Fußweg, mindestens eine Viertelstunde zwischen Coworking Space und Unterkunft, dass man sich schön bewegt und es ist einfach toll, hier abends zurückzulaufen mit dem Abendlicht. Und wenn du kein Auto hast, du nimmst deine Umgebung ja auch viel mehr wahr. Und das reicht dann auch. Das ist ein Crashkurs in Disziplinierung, Selbstdisziplinierung und Abgrenzung. Das schaffst du nur in 5 Tagen, den Crashkurs. Wenn du hier in etwa 2 Wochen bist, ich glaube nicht, dass du das so. Aber nicht mit den Leuten. Das muss auch sein. Wunderbar. Danke dir, Simone, auch nochmal für deinen Einblick. Gibt es noch irgendjemand anderen, der eine Frage hat oder noch irgendwas hinzufügen möchte? Habt ihr anderen, Stefan, Ruth, Susanne, habt ihr denn schon mal eine Vacation gemacht? Nee, Stefan schüttelt gleich den Kopf. Ruth auch nicht. Ein Schiff. Genau, in Hamburg. Susanne kann ich nicht sehen. Es stimmt nicht wirklich. Ich habe eine Solo-Workation auf Mallorca in Santani in einem Ferienapartment mal gemacht. Siehst du? Hatte allerdings die Erfahrung, dass dann die gedachte Teilung 50% Arbeiten, 50% Urlaub sich dann doch irgendwie in Richtung Urlaub verschoben hat. Also das Arbeiten ist etwas unter die Räder gekommen. Mhm. Weil es einfach auch sehr schön ist da. Ja.
Da hilft dann tatsächlich der Platz im Coworking Space. Weil wir haben das auch von einigen gehört, die sagen, sie sind froh, dass sie hierher gehen, weil dann werden sie nicht von den ganzen Verlockungen des Pools oder was immer in der Gegend ist, davon abgebracht, ihren Job zu machen. Ja, und dann ist es auch hilfreich, kein Auto zu haben. Ich hatte natürlich eins, weil ich vorher auch schon eine Woche an einer anderen Stelle auf der Insel war. Und dann fällt einem immer was ein, wo man jetzt gerade mal schnell hinfahren könnte, in welche Bucht oder in welchen Nachbarort. Und dann ist ein Tag natürlich auch schnell um. Mhm. Also das ist schon, also dieses, was ich ja zu Hause gar nicht habe, ist dieses Trennen von Wohnen und Büro, weil im Homeoffice, das und hier ist das schon, und das ist eigentlich schon nochmal extrem hilfreich, weil du siehst die anderen ja auch arbeiten. Genau. Oder auch jetzt hier in der Finca, wenn du dann, ne, so wir gehen jetzt rüber und du gammelst da noch rum, ach, okay, die sind jetzt schon so ein bisschen diese soziale Kontrolle. Ja, oder die, gut, das war jetzt einmal hier Ann-Sophie, die hat weiß ich nicht, wann hat die hier? Viertel nach sechs hat die angefangen zu arbeiten. Da war ich natürlich noch völlig im Tiefschlaf. Und dann trutschelte ich so mittags für meine Siesta nach Hause. Und da kam sie mir entgegen und machte, und jetzt macht sie Feierabend. Mhm. 12:30 Uhr Mittag, Feierabend, 6 Stunden gearbeitet. Ja, ja, klar, das ist dann halt der Unterschied. Aber es ist schon so, also das hilft schon sehr, nicht völlig den Schlendrian zu machen, weil, also nicht, dass man sich rechtfertigen müsste, aber die fragen natürlich schon. Ja, oder vor sich selber. Also es ist eigentlich eher vor sich selber, weil man ja weiß, sonst hat man ja den gleichen Effekt, den man sonst bei Urlaub hat. Ich komme nach Hause, Berg von E-Mail, Berg von Anfragen oder sonst irgendwas. Insofern ist das schon ganz hilfreich. Bei der anderen Group Workation habe ich das erlebt, dass sie morgens unterschiedlich angefangen haben, aber um 11 gab es immer einen Impuls. Also reihum hat jemand halt einen Impuls gegeben, eine Stunde lang. Und das war dann so der Kristallisationspunkt, an dem dann spätestens dann doch mal alle in dem Space dann waren. Und dann hat man sich wieder so atomisiert, in Anführungszeichen, also wieder in seine privaten Dinge zurückgezogen. Und das fand ich auch eine ganz interessante Geschichte, ne? Dass man halt auch morgens die Leute anfangen lässt, wann sie möchten. Ich bin ja selber bei uns im digitalen Coworking Space eine von den Eulen und nicht von den Lerchen. Und insofern kann ich das voll verstehen, dass man dann sagt, jeder kann morgens anfangen, wenn er möchte, aber um 11 machen wir dann unsere Impuls-Session. Auch sowas ist möglich. Und das bringt dann auch einen gewissen Rhythmus rein, dass man bei aller Freizeit, die man hier nutzt, bei allem das Meer angucken, eine Wanderung machen oder sonst irgendwas in den Pool springen, dann doch auch seine Sachen geschafft bekommt. Und ja, irgendwie schon auch. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich dann nach meiner Siesta, wenn ich dann in den Pool springe, mich danach halt auch wieder ganz lebendig, frisch und nicht so matschig. Ja, der Patio ist zu klein für einen Pool. Wir haben hier so ein Stadthaus, haben wir gesehen. Die haben hinten so ein riesenlanges Grundstück. Da ist der Patio und dann kommt noch der Pool. Okay, soll ich meinen Nachbarn schon mal Bescheid sagen? Sorry, euer Patio muss jetzt weg. Wir brauchen einen Pool. Ja, vielleicht. Machst du das nochmal? Ja, ihr Lieben, wie schaut es denn aus? Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Wünsche? Gibt es irgendetwas, was nicht beantwortet ist? Irgendeinen Einblick, den ihr gerne gehabt hättet und noch nicht bekommen habt? Irgendeine Geschichte, die ihr gerne teilen wollt aus eurer eigenen Erfahrung? Ela? Also mich würde eben einfach nochmal die Struktur jetzt vom Magnetproduktclub interessieren. Also anfangen tut jeder selber und ihr macht dann gemeinsam Mittagessen, macht ihr nochmal so einen Abend, weiß ich nicht, Tagesreview gemeinsam oder ist das dann Open End oder ist es alles so, jeder Tag ist anders oder wie stelle ich mir das jetzt vor? Es ist genau wie Simone gesagt hat, alles darf, nee, wie hast du gesagt, alles kann, nichts muss, so ist es. Also wir haben, was wir jetzt für uns so ein bisschen, aber es auch dort ist, gibt es kein Muss, ist, dass wir morgens in unsere Gruppe schreiben, was ist denn so das Tagesziel? Also jeder, die sich was Bestimmtes vornimmt, schreibt das rein. Also heute möchte ich das und das schaffen, um so ein bisschen ein Commitment. Und wenn es dann erledigt ist, gibt es halt so, ne, mit so einem grünen Haken, jetzt habe ich es geschafft. Und
Und ansonsten gibt es keinerlei Gruppenzwang, was mir auch völlig widerstreben würde. Wir essen, jeder isst, wie er mag. Und trotzdem gibt es aber immer welche, die sich zusammenfinden. Also es ist, ne, wir haben insgesamt 3 Wohnungen. Uli und ich sind in einer, dann sind 3 in einer und 3 in der anderen. Aber die sind direkt nebeneinander, die teilen sich eine Terrasse. Und da gibt es dann welche, die kochen zusammen. Und ich glaube, die finden sich auch zu Mahlzeiten zusammen. Heute sind wir mal alle zusammen Mittagessen gegangen. Das war jetzt mal, würde ich sagen, die große Ausnahme. Und morgen kommt ihr zu uns. Morgen Abend ist hier Party. Ja. Kleines Fest. Okay, das darf man gar nicht so sagen. 7 Jahre Raya-Works. Genau, kleines Fest. Ja, get together, socializing. genau, dann gibt es zum Beispiel am Freitagabend ist hier eine Vernissage. Da kann man mitgehen. Also das teilen wir halt immer in unserer Signal-Gruppe und wer dabei, also es ist wirklich, es sind immer Angebote von einzelnen Personen und man kann mitmachen oder eben auch nicht. So, jeder hat seine eigenen Arbeitszeiten. Manchmal, jetzt haben wir beim Mittagessen, haben wir dann so ein bisschen Ideen, Feedback-Runde gehabt, dass so ein paar was erzählt haben und ja, also so läuft das alles sehr spontan und offen. Na, also auch für Introvertierte ist es zum Beispiel super wichtig, sich auch rausziehen zu können. Ich mache dann abends da meinen Spaziergang, Wanderung zum Strand, Kopf frei. Ja, mal schließt sich da jemand an, mal nicht. Das ist eben das Schöne. Man kann auch sagen, dass sich immer Leute zusammenfinden. Also da braucht man sich gar nicht drum bemühen. Das ergibt sich einfach. Dass halt, wenn ich an der Webseite sitze, dann kommt die Friederike um die Ecke und sagt, hey, ich habe einen Tipp für dich. Schon bist du im Gespräch beruflich, auf Austausch. Wir haben am Abend Gespräche gehabt, wie kommt ein Burnout zustande, bis hin, wie kriegst du Beruf und Mutterschaft untereinander. Also haben wir lange gesessen. Das ist zwanglos und es entwickeln sich wirklich ganz spannende Themen. Und das ist vielleicht das Schöne, weil es kein Zwang dahinter ist. Ja, hört sich gut an. Also war jetzt noch mal so ein bisschen so, wie läuft das denn? Stimmt. Wir haben, glaube ich, deine Frage nicht gehört, wenn du gerade eine Frage gestellt hast. Sorry. Nee, das war keine Frage. Okay. Also Ela, vielleicht magst du es nochmal sagen, dass wir es nochmal von dir auch hören. Ja, hört sich gut an. Ich wollte einfach nochmal so, ja, wie läuft es denn? Also so, gar nicht jeder macht sein Ding, aber es gibt immer so ein bisschen Knotenpunkte und man kann sich rausziehen und nicht. Und wie es einfach jetzt so abläuft und jeden Tag ein bisschen anders. Also da habe ich jetzt einen ganz schönen Eindruck, glaube ich. So wie in einem Coworking Space. Wie? Kein Zufall. Ich meine, letztlich ist ja auch unser Clubgedanke ist ja so, in der ganzen Art, alles kann, nichts muss, niemand muss. Das ist ja in unserer DNA schon so. Das ist ja auch bei den Trails. Jeder macht den, der gerade für ihn oder sie interessant ist. Und dann gibt es immer Knotenpunkte live, wo man zusammenkommt, so wie dieses Clubinar. Und wer da dabei ist, ist dabei. Wen es interessiert, ist dabei und alle anderen müssen da nicht Sorge haben, dass sie jetzt irgendwie raus sind oder so. Ne? Oder jetzt bist du da, wenn du da nicht dabei. Gut, also jetzt mal schon mal sagen, wer bei dieser Vacation nicht dabei war, hat was verpasst. Ja. Ja, das ist so. Aber auf jeden Fall euren Spaß. Nächstes Mal. Genau. Ja. Also, ich sehe nichts an Fragen, Wünschen, Anregungen, Geschichten. Nein, es zuckt auch keiner mehr. Alle überlegen schon, und wann geht der nächste? Ja, ich glaube, alle schon am Smartphone und checken Flüge nach Mallorca. Nee, ich glaube, die blocken. Rayaworks.eu. .eu.
Works mit X, ne? Hier ja, oh ja, bitte. Ja. Also. Ich glaube, Ruth bringt es alles sowieso auf den Punkt. Sie schreibt nämlich Fazit-Doppelpunkt. Die Frage ist also nicht ob, sondern wann. Genau. Ja. Und genau das ist der Punkt, Ruth. Super, super zusammengefasst. Deswegen darf es, glaube ich, jeder mal sein Kalenderchen zücken und Marens Best Practice in die Tat umsetzen, Kalender blocken. Also es lohnt sich auch wirklich, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich bin in einem Netzwerk, das muss ja jetzt nicht Magnetproduktclub, kann ja auch was ganz anderes sein. Eigentlich nicht, aber Entschuldigung. Ja, hier nicht, sonst schon, ja. Aber ich habe das oft genug dann auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, es war günstiger für ein Treffen von jemand aus Berlin, Hamburg, ich glaube aus Brüssel kam noch einer und aus München, sich dann jeweils einen Flug nach Mallorca zu buchen, als irgendwo anders einen Standort in Deutschland dann anzustreben. Ja. Und das fand ich auch ganz ulkig, ne? Also dass man dann hier sozusagen endlich mal sich so wieder mal sieht und zusammenarbeitet. Wenn man sonst eigentlich nur virtuell gearbeitet hat, gerade jetzt in den letzten 2 Jahren. Ja, und vor allen Dingen, also ich meine jetzt mal Netzwerke natürlich, andere Berufsnetzwerke, aber auch Firmen. Ne? Also das fand ich letztes Mal ganz cool, als ich hier war, war halt ein Team von einem Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch nochmal was. Also jetzt, wir sind ja hier alle selbstständige UnternehmerInnen, aber ihr habt ja sicher auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis Leute, die angestellt arbeiten. Und das war einfach nochmal auch toll zu sehen, wie die dann hier zusammenkommen. Die sind ja auch nicht alle an einem Standort gewesen, sondern und haben sich hier zu bestimmten Themen zusammengeschlossen. Die hatten dann da ihr Meeting und abends in die Tapas-Bar. Und das ist einfach schon nochmal, es ist einfach eine andere Art zu arbeiten. Das war jetzt viel so unter Hashtag New Work und so weiter. Ich finde es fast schon ein bisschen ausgeleiert an vielen Stellen, den Begriff. Aber tatsächlich ist das vom Work-Spirit her, Coworking, co-kreativ sein, das ist für mich so der Inbegriff von gutem Arbeiten. Und bei aller Begeisterung fürs Digitale, auch im Magnetprodukt, das Team arbeitet ja komplett virtuell. Da habe ich schon mal gedacht, und natürlich wir im Club, wir haben uns ja jetzt auch teilweise zum allerersten Mal live gesehen, dass wir, das ist eine andere Qualität. Und es ist immer wieder auch schön, man muss sich nicht jeden Tag live im Analog sehen, aber eben genau an solchen Orten, die eben auch genau dafür prädestiniert sind, man muss sie nicht extra schaffen. Das finde ich von der ganzen Grundidee her toll. Deswegen Co-Workation. Deine neue Wortkreation. Und die digitale Komponente finde ich halt auch sehr, sehr spannend bei euch jetzt. Für mich als Gastgeberin ist es ein bisschen komisch, weil sonst bekommt man viel mehr mit, was gerade besprochen wird, was gerade für Absprachen getroffen werden und so. Aber hier gibt es ja halt diesen Secret Signal Channel. Von dem ich gar nicht mitbekomme, was da gerade diskutiert wird. Insofern, das ist ein bisschen anders als bei anderen Gruppen, wo halt viel mehr live dann diskutiert wird. Auch das hat sich eben dann in den letzten Jahren verändert. Und ich finde das aber cool. Ne? Also erst dachte ich so, reden die nicht miteinander? Also es war wirklich so, am Montag so, das finde ich jetzt aber merkwürdig. Und dann dachte ich mir, ach, die reden wahrscheinlich alle über den Magnetprodukt-Channel, ne? Weil da könnte man ja auch sich sozusagen untereinander unterhalten. Und dann kam raus, nee, wir haben hier so einen Smartphone-Messenger-Dienst. Ich so, ach, okay, verstehe. Wenn es dann mal die Magnet... Sonst habe ich mir Sorgen gemacht. Und ihr seht, ne? Ich mache mir dann Sorgen. Und Doris macht die Sorgen. Aber wenn es mal die Magnetprodukt-Club-App gibt, dann können wir direkt auf dem Smartphone chatten. Exakt. Kommt, dann kriegen wir das auch noch hin. Ute ist gerade noch zu uns gestoßen. Hi Ute, hey. Grüß dich. Hast aber du was ich anhabe, muss man mich mal kurz mal. Ja, ich habe schon sowas gehört, habe mich voll gefreut. Achso, hier steht also für Never Lunch Alone, das ist Ute Blenderts Konzept. Und Doris und Ute machen ja zusammen dieses super geniale Netzwerk Booster-Event. Du musst jetzt mal ganz kurz, das ist Werbung ohne Auftrag, neues Level, wirklich an Online-Konferenz. Oh. Das war benutzter. Das
man benutzt darf. Muss ich aufpassen. Ich fand das total süß. Die Ute hat dann gesagt, ach Mensch, ich ärgere mich jetzt langsam schon, dass ich nicht auf Mallorca jetzt bei der Gruppe dabei bin, aber richte ganz liebe Grüße aus. Und heute kam ich in den Coworking Space und war ein riesiges Plakat, hat Doris gemacht, mit lieben Grüßen von Ute. Netzwerk. Ja. Aber wenn alle unterschiedlich anfangen, kann ich das ja nicht 10-mal dann irgendwie sagen. Also habe ich einen Poster gemacht. Das ist echt total süß. Ja, schön. Ja, schön. Geht's euch gut? Ja, definitiv. Also denen auf jeden Fall. Die haben einen Mordspaß und verbreiten hier Sonne, auch wenn die Sonne nicht so wirklich da ist. Aber trotzdem, es kommt ja auch auf die innere Sonne drauf an. Ne? Uta, hast du denn ansonsten noch Fragen zum Thema Workation oder Workation mit Coworking oder ohne Coworking? Können wir dich da noch irgendwie mit Informationen versorgen? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Nee, ich habe einfach nur gedacht, irgendwie vielleicht, wenn ich es jetzt probiere, kann ich vielleicht noch dazukommen für ein paar Minütchen und das war eigentlich alles. Ja, okay, wunderbar. Ja. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass irgendwas durchrutscht. Sehr schön. Doris, Maren, ich glaube, nachdem das ja mit den 2 Minuten Eingangsvorstellung, 2 Sätzen nicht funktioniert hat, wir nähern uns so langsam dem Ende. Vielleicht wollen wir... Ist jetzt ein Satzfazit? Na ja, genau. Ein Wort. Da müsste ich mal die Anna fragen, wie man das denn nennt. So ein Monsterschachtelsatz mit Kommata, Bindestrich, Strichpunkt getrennt. Nee, Anna schüttelt schon den Kopf. Nee, wir machen eine Übung draus. Bringen die Botschaft auf den Punkt. Verdammt. Dann geht das Hashtag blocktinieren. Hashtag blocktinieren. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Und Ute übrigens? Oh. Moment. Halt noch mal kurz rein. Ich musste mich hier so einquetschen, weil ich wollte sie eigentlich auch noch mitnehmen, weil die sind da drüben, aber hier komme ich nicht mehr. Musst mal gerade suchen. Ja. Aber das läuft hier zwischen euch, für alle anderen, die beim Netzwerk-Booster-Event nicht dabei waren. Diese kleinen Stickerchen, das war alles im Goodiebag, das Ute versendet hat. Und ich habe die hier auch irgendwo. Ich komme da jetzt nicht hin. Man kann jetzt schon Tickets kaufen. Ich hab mein Ticket schon. Ich auch. Ja. 31. März. Yep. Save the ticket. Hühner-TV. Wir haben hier übrigens Goat-TV. Goat-TV habe ich auch schon gesehen. Haben wir hier. Das habe ich auch schon gesehen. Auf Insta. Goat-TV. Ja. Nee, bei WhatsApp. Hühner-TV ist eine Finca weiter. Hühner-TV kann jemand mal auf der Straße haben. Wir sind hier so entspannend. Okay, wir schweifen schon wieder ab. Ja. Bisschen. Ja. Ähnlich wie mit den Schuhen. Aber Ute hatte gerade noch was angesetzt. Wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte nur wissen, wie warm es denn bei euch ist. Das sieht hier wärmer aus, als es ist. Schau dir Simone an, dann hast du einen ungefähren Eindruck okay, davon. Ja, ist klar. Wie warm es gerade ist. Bei 19, 18 Grad sind wir heute. Ja das Wind. Ist hier auch so. Mhm. Ja. Also das Wetter jetzt, das Wetter jetzt ist nicht der Hauptgrund, hier zu sein. Aber es gibt immer wieder auch wunderschön warme Momente dazwischen. Wir haben gestern hier ein paar Mal vom Haus gesessen. Bäm, oder Montagabend. Ja. Sag mal, also da war es richtig warm. Ne? Und dann war es gestern Abend auf einmal so kühl. Und ich denke an dich, Ute, wenn ich in den kalten Pool springe, denke ich, die Ute schwimmt bei viel kälteren Temperaturen. Nee, im Moment bin ich Hallenschwimmerin. Ach so. Hallenschwimmerin. Als jetzt die Corona-Lockdown war, dann immer draußen geschwommen, weil ich ja irgendwie so fast depressive Verstimmungen gekriegt habe ohne meinen Sport und bin dann tatsächlich so bei 12 Grad angefangen, aber mache ich jetzt im Moment nicht. Im Moment will ich trainieren und das geht halt in der Halle viel besser.
Aber nächste Woche macht tatsächlich das Freibad auf und das wird ungefähr bei 16 Grad starten. Und ja, das wird dann schon lustig, also interessant werden. Ich habe jetzt spätestens die Stelle im YouTube-Video, wenn das da Leute angucken, wo die aussteigen und denken, die reden gar nicht mehr über Vacation. Genau, das denke ich auch. Ich finde Leute im Meer, nur mal so nebenbei. Spätestens ja. Bei den Schuhen, das haben die noch alles mitgemacht, aber bei den Pooltemperaturen, dann wird es schwierig. Um nochmal die Kurve zu kriegen und mit Annas Hashtag bring die Botschaft auf den Punkt zu enden. Ja, wollt ihr zum Abschluss noch etwas Zusammenfassendes sagen? Wir haben ja darüber gesprochen, warum es schön ist und sein kann, eine Vacation im Allgemeinen zu machen und auch eine Vacation mit dem Zusatzangebot eines Coworking Spaces wahrzunehmen. Da war die Infrastruktur, da war ja auch die Vorortplanung, vielleicht mit dem Übernachten. Maren hat den super Tipp gegeben, dass man sich den Kalender rechtzeitig blocken soll. Dann kann man sich überlegen, ob Workation alleine oder in Gemeinschaft, so wie Maren das mit dem Magnetproduktclub gerade aktuell macht. Und auch eine ganz beliebte Frage war eben, wie plant man das mit dem Tagesablauf, wo Maren ja auch gesagt hat, so 24 Stunden brauche ich auf jeden Fall, um reinzukommen und mal wieder zu spüren, wie ist denn so mein innerer Flow. Also nochmal für alle, die so gerne wieder an ihre eigene innere Uhr, an den eigenen inneren Flow herankommen wollen. Vacation eignet sich hervorragend dazu. Die Frage Umwelt, ne? Also gibt es da Stadt, Restaurants, Cafés, Land, brauche ich Auto, Fahrrad, whatever. Was wünsche ich mir eigentlich? Und das ist überhaupt die beste, finde ich, der beste Tipp gewesen von Maren, sich ein Vorabbild zu erschaffen, wie ich da überhaupt arbeiten möchte, ohne das Ganze mit zu vielen Erwartungen zu füllen, die möglicherweise enttäuscht werden können. Das ist es, was ich mitnehme aus diesem Ganzen, um es mal so ganz kurz zusammenzufassen. So kurz hätte man das sagen können. Siehst du, Mensch. Das ist ja auch nur die Essenz und das ist ja so hier, ne? Meine Special Power, das einmal zusammenzufassen. Das ist die Superkraft der Feelgood-Agentin. Ja, genau. Aber ich möchte euch jetzt gerne nochmal zum Abschluss jedem das Wort geben. Wir haben offiziell noch 60 Sekunden, das schaffen wir mit Sicherheit. Eine Botschaft, die ihr den Menschen, die das im Nachgang noch sehen, einfach gerne mitgeben mögt. Maren. Vacation in Saint-Denis mit Coworking bei Raya Works. Aus den guten genannten Gründen. Und ich würde sagen, es gibt diesen Spruch, Passion brought us here. Und wir sind hier, weil es eben unsere Passion ist. Und ich glaube, das habe ich auch ein bisschen rübergebracht. Und ihr habt eure Passion für eure Jobs und das alles. Und das passt super zusammen. Vielleicht kann jetzt die Simone ihre Kamera gerade noch mal so ein bisschen drehen. Und du kannst die hier in das Video pinnen, weil da steht es nämlich. Ach. Hinter der Simone. Genau. Es ist zwar von einer anderen Firma, aber ich fand das auch sehr schön. Made with passion, made for you. Und ich fand das ist eigentlich für ein Fahrrad, aber ich fand das so passend. Ja, Simone, mach's nochmal hoch. Ich habe dich gerade gepinnt. Ich habe nämlich gespickt, wo das geht. Wunderbar. Ja. Made with passion, made for you, Breschen brought us here. Passion Project Coworkation. Oh my goodness. Genau, Passion Project Coworkation. Das ist doch mal ein Hashtag wert. Das passt auch wieder peer-to-peer. Ja. Ich danke euch. Ich danke euch für eure Einblicke. Die ersten verabschieden sich schon, Janine und Stefan. Und ja, sag mal, vielen Dank an die Runde, vielen Dank für die Fragen. Euch vielen Dank für die vielen Antworten, für die Einblicke. Auch dir, Simone, vielen Dank, das aus deiner Richtung nochmal zu hören und zu sehen.
Und Ela, auf jeden Fall auch für deine Fragen, die dem Ganzen nochmal so ein bisschen so, ne, so richtig auf den Punkt gefühlt haben. Ganz fantastisch. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Genießt es, wo auch immer ihr seid. Und ja, ich hoffe, euch bald wieder zu sehen, spätestens nächste Woche. Vielen Dank an dich, Carina. Adios. Gerne. Adio. Tschüss. Adios. Adios. Tschüss. Ciao, ciao.